Wer bin ich? Ich bin ein Typ mit einem YouTube-Kanal, der nicht läuft und in seinem Zimmer hier sitzt und ein scheiß Video dreht. Ich versuche nur meine eigene Bestimmung zu finden und ich habe sie bis jetzt noch nicht gefunden. Ich habe wirklich keine Ahnung. Aber wenn ich sie habe, dann sage ich es euch. Turn my headphone down a little bit. Was zur Hölle? Und worum es ganz eigentlich geht, ist eigentlich nur, dass ich 2021 jetzt wirklich mal YouTube ein bisschen ernster nehmen will. Oh. Das war einfach vor 2 Jahren, Leute. Was geht, Leute? Ah, sorry, da seid ihr. Sorry, ich hab dieses YouTube-Ding lange nicht gemacht. Ja, was geht ab? Ich war mal ganz kurz weg. Es ist sehr, sehr viel in meinem Leben passiert. Ihr habt bestimmt einige Fragen. Ich würde sagen, wir gehen mal kurz rein und dann erzähle ich euch ein bisschen mehr. Ah, da seid ihr. Ich glaube, es ist kein Geheimnis, dass ich damals ein bisschen mit mir selber zu kämpfen hatte. Ich will einfach einmal, vielleicht einmal so glücklich mit mir selber sein, einmal so zeigen, dass ich stolz bin. Du bist unsicher, ich bin nicht unsicher, du bist unsicher. Kennt ihr diesen Spruch, wo man sagt, man muss den Kampf gegen den Mann im Spiegel gewinnen und man darf erst das Zimmer verlassen, wenn man gewonnen hat? Bruder, ich sag euch, ich bin diesen Kampf gegangen und am Anfang hatte ich echt, boah, ich hatte keine Chance gegen den. Auf den ersten Blick ist wahrscheinlich ziemlich offensichtlich, dass sich bei mir Dinge geändert haben. Aber eine Sache ändert sich nie. LeBron wird immer in meiner Wohnung hängen. LeBron wird immer in meiner Wohnung hängen, Junge. Spaß beiseite, Leute. Der Weg zu einem besseren Ich war wirklich ein sehr, sehr schwerer und langer Weg. In diesem Video möchte ich euch erklären, wie ich es geschafft habe, wirklich in allen Bereichen meines Lebens mich zu verbessern. Außer vielleicht in dem Sprechbereich. Irgendwie kann ich nicht so gut sprechen. Bei meiner Entwicklung haben mir 3 wichtige Dinge geholfen. Der erste Teil ist der physische Aspekt. Wenn ihr wollt, dass ihr etwas in eurem Kopf ändert, müsst ihr erstmal euren Körper ändern. Als ich so vor 1-2 Jahren anfing, Sport mehr ernst zu nehmen, da habe ich ziemlich schnell gecheckt, dass auch andere Leute anfingen, mich mehr ernst zu nehmen. Es ergibt auch Sinn so. Wie kann ich von anderen erwarten, dass sie mich respektieren, wenn ich mich selber nicht respektiere? Keine Sorge, Leute, ihr müsst bewusst, ich habe jetzt nicht den krassesten Körper, ich bin jetzt nicht der krasseste. Aber wenn ich mich damit vergleiche, wo ich vor 2 Jahren war, dann habe ich ein paar deutliche Fortschritte gemacht. Das Einzige, was mich abfuckt, ist, dass ich nicht früher angefangen habe. Warum habe ich nicht früher angefangen, das Ganze so ernst zu nehmen? Vertraut mir, wenn ich euch sage, dass das der Grundbaustein für meine Entwicklung war, aber natürlich reicht Sport allein nicht aus, um einen besseren Körper zu kriegen. Natürlich gehört dazu auch die Ernährung. Ich sage euch, Leute, meine Ernährung war mir damals irgendwie mal ziemlich egal. Ich habe eigentlich nie so drüber nachgedacht, was ich esse. Hauptsache, es hat geschmeckt und ich hatte danach keinen Hunger mehr. Oh yeah. Als ich dann immer angefangen habe, das Training mehr durchzuziehen und mehr ernst zu nehmen, habe ich auch gemerkt, ich muss meine Ernährung ändern. Es hat keinen Sinn, 5 Tage die Woche ins Gym zu gehen, mir dort den Arsch aufzureißen, nur um dann zu Hause Tiefkühlpizza zu essen. Ich weiß, wir wünschen uns wahrscheinlich alle, dass man einfach essen kann, was man will, Hauptsache man trainiert und die Muskeln platzen aus allen Nähten. Aber die Realität sieht einfach anders aus. Deswegen habe ich für mich gemerkt, wenn ich einen bestimmten Look mit meinem Körper erreichen will, dann muss ich leider Gottes auch meine Ernährung umstellen. Ey Leute, ich habe das Ganze schon versucht gestern zu drehen, aber es war einfach viel zu warm. Wirklich, ich konnte einfach nicht filmen. Für mich war, boah, ich schwitze mir hier ab. Guckt euch mal bitte an, wie ich schwitze. Es sind 100 Grad hier in Deutschland gefühlt. Ach du Scheiße. Kommen wir zum zweiten Aspekt meiner Veränderung. Der zweite Aspekt war meine Mentalität. Ey, meine damalige Mentalität, am besten lässt sie sich beschreiben so als Opfermentalität. Ich habe halt gedacht, dass immer wenn mir was Schlechtes passiert, dass ich das Opfer bin. Egal in welcher Hinsicht. Sei es jetzt in der Schule, sei es beim Sport, sei es mit meiner Ex-Freundin oder sei es mit was auch immer.
immer, wenn was nicht geklappt hat, waren es immer die anderen schuld und ich war immer das Opfer. Die meisten Menschen denken so. Und es ist doch total verständlich, weil es einfach der leichte Weg ist. Wenn jetzt deine Freundin dich verlässt oder dein Freund, dann ist es natürlich viel schwerer, sich seinen eigenen Fehler einzugestehen und zu denken, okay, was habe ich falsch gemacht, dass es überhaupt dahin gekommen ist. Es ist natürlich super einfach zu sagen, hey, der war voll scheiße, der war toxisch. Weil dann nimmst du halt diese Last von dir weg. Das kannst du auf alles beziehen. Du schreibst eine schlechte Note in der Schule. Ah, Klausur war zu schwer. Ah, der Lehrer hat mich richtig vorbereitet. Das war meine Mentalität. Und da rauszukommen, das hat wirklich lange gedauert. Wie habe ich das also geschafft? Der erste Schritt war, ich musste mir Leute suchen, die so denken, wie ich gerne denken würde. In meinem Fall waren das Leute wie David Goggins, John B. Peterson und Andrew Tate. Und bevor jetzt irgendjemand was sagt gegen Andrew Tate, bitte guckt euch einfach an, wie die Leute aussehen, die ihn supporten. Und guckt euch an, wie die Leute aussehen, die ihn haten. Oder mehr musst du gar nicht sagen. Natürlich ist es eine Sache, sich die Sachen einfach nur anzugucken und eine andere Sache, die auch umzusetzen. Das Umsetzen ist das, wo die meisten Leute aufhören. Die gucken sich die Videos an und denken, ja, okay, geil. Ja, Mann, man muss diszipliniert sein, ja, man muss Gym durchziehen, was auch immer. Und dann sind die zu Hause und machen das nicht. Das war so ganz wichtig. Als ich mir die Sachen angeguckt habe, ich habe die auch wirklich angewendet. Ich habe einfach die meiste Zeit meiner 20er damit verbracht, vor mich hinzuleben und Dinge nicht so tiefgründig zu sehen. Aber umso besser ist es, dass ich jetzt noch gecheckt habe. Und jetzt nehme ich euch mal mit zum nächsten Ort. Wir haben jetzt mittlerweile ein paar Zuschauer bekommen hier. Ich weiß nicht, ob man die sieht. Hey, soll ich Träger? Träger, chill. Kommen wir nun zum letzten Teil meiner Entwicklung. Der dritte Teil ist der emotionale Teil, der emotionale Aspekt. Jetzt kommen die wirklich alle angerannt. Gut, dann chillen wir halt jetzt hier mit Enten. Wie wahrscheinlich fast jeder da draußen sind mir in meinem Leben schon Dinge passiert, die mich emotional verletzt haben. Der Ente da drüben auch. In der Vergangenheit habe ich diese emotionalen Schäden nie aufgearbeitet. Ich habe das immer in mich reingefressen. Dann kam noch dazu, dass ich diese Opfermentalität hatte. Ich dachte immer, dass ich das Opfer bin in der Situation. Ich dachte immer, wie können die mir das antun? Dann kommt dazu noch, dass ich keinen Sport gemacht habe und mich selber gar nicht geliebt habe. Heißt also, ich habe mich nicht geliebt, mich nicht ernst genommen, hatte eine Opfermentalität und habe dazu zur Krönung noch einen Heartbreak auf den Kopf bekommen. Das war wirklich eine Kombination, die hat erstmal richtig gesessen. Um das euch einmal zu zeigen, dass ich hier keine Scheiße laber. Die chillen hier alle neben mir. Die haben sich ja alle nämlich gelegt in seinem Chillen. Solange die nicht rumschreien wie der da drüben, stört mich das nicht. Das Gute an solchen Rückschlägen ist, dass du daraus lernen kannst. Du musst immer daraus lernen, wirklich. Es hat auch lange bei mir gedauert, bis ich das gecheckt habe. Aber ich bin jetzt im Nachhinein bin ich so dankbar darüber, wirklich so dankbar, dass mir das alles passiert ist. Dass ich da so ein paar Mal auf die Schnauze gefallen bin. Das ist wirklich das Wichtigste überhaupt für meine Entwicklung gewesen. Und in dem Moment, wo du halt anfängst, dich selber mehr ernst zu nehmen, selber dich zu lieben, Dinge für dich zu tun, hier einfach im Grün zu chillen, Sport zu machen, alles Mögliche, deine Mentalität zu ändern, dann lachst du über so eine Heartbreaks. Im Nachhinein, ich kann wirklich nur drüber lachen. Das ist einfach, dass mir das überhaupt passieren konnte, kann ich jetzt heutzutage kaum noch glauben. Dazu ist auch noch ganz wichtig zu sagen, wenn man seine Emotionen nicht aufarbeitet, dann lebt man in der Vergangenheit. Alles, was einmal irgendwie verletzt hat, das ist ja alles schon passiert. Menschen, die so sehr in der Vergangenheit leben, neigen oft dazu, depressiv zu sein. Das sieht man immer wieder und das war bei mir auch der Fall. Also, ich habe halt über Dinge nachgedacht, die schon lange passiert sind. Jahrelang habe ich darüber nachgedacht. Wie zur Hölle konnte mir das passieren? Das hat mich so runtergezogen. Und das ist halt unnormal wichtig. Du musst einfach wirklich das, was passiert ist, das guckst du an. Okay, ist passiert, war scheiße, ja, okay, so und so, wo waren die Fehler? Was hat mich falsch gemacht, was hat die Person falsch gemacht? Und dann schießt du damit ab. Und sobald du das tust, merkst du einfach, das Leben ist so peaceful. Das Leben ist so peaceful. Wirklich, du musst einfach nur diese Scheiße abschießen. Guckt euch das an, wie ich hier gerade chille. Ich chille gerade mit Hunderten von Schweden. Wenn du mit so Scheiße abschießt von damals, merkst du, das Leben ist peaceful, Alter. Das Leben ist peaceful. Hier, kein Schwein hier. Kein Schwein, nur ich mit einer Kamera und ein paar Schwänen. Couldn't care less, man. Couldn't care less. Ich glaube, wir müssen einen Kollegen mal fragen nach dem Interview. Der hat hier so viel mal reingeschrien. Gucken, ob der Kollege ein Interview geben will. Ja, da hinten steht er schon. Das ist der Kollege. Der schreit hier rum seit... Komm, Bruder, du willst die ganze Zeit reden. Hallo, Sir, Sie wollen reden, Sir. Noch jemand da? Jeder, der es bis hier im Video geschafft hat, auf jeden Fall großes Shoutout an euch. Das schätze ich sehr. Ich weiß, dieser Kanal war sehr, sehr lange Zeit tot. Ja, wie ihr natürlich im letzten Video alle gesehen habt, habe ich vor knapp 2 Jahren gesagt, ich melde mich wieder bei euch, wenn ich meine Bestimmung gefunden habe.
hier bin ich 2 Jahre später an einem deutlich besseren Ort als vor 2 Jahren. Wie ihr seht, sitze ich in einer neuen Wohnung. Ich bin nicht mehr in Berlin, Leute. Ich bin vor knapp 8 Monaten, 9 Monaten zurück in meine Heimatstadt nach Düsseldorf gezogen. Die Brotatoes noch verfolgen, haben das natürlich mitbekommen. Ich arbeite mittlerweile Vollzeit mit ihnen zusammen. Das ist jetzt gerade das, was in meinem Leben abgeht. Ich habe in Berlin abgeschlossen. Und das war wahrscheinlich auch so mit die beste Entscheidung, die ich in den letzten Jahren getroffen habe. Weil ich muss sagen, das letzte Jahr war wirklich das beste Jahr meines Lebens. Was an der Stelle ein bisschen schade ist, ist halt, dass ich diese Reise zu mir selber, so kitschig das klingt, dass ich die halt nicht gefilmt habe und nicht mitgenommen habe. Aber ich glaube, hätte ich das gemacht, hätte ich wahrscheinlich auch nicht so gut hinbekommen. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie waren YouTube und ich war immer so ein sehr schwieriges Thema. Ich wollte das unbedingt, aber irgendwie wusste ich nicht genau, was ich überhaupt wollte. Also ich habe ja den Content gefühlt bei jedem Video geändert. Ich habe einen Tag gestreamt, dann habe ich ein Real Talk Video gemacht, dann habe ich Fortnite gespielt und dann habe ich einen Vlog gedreht. Das war einfach ganz, ganz schwer für mich damals, irgendwie da so eine Routine zu finden, und ich hatte viel zu viele andere Baustellen, die ich erstmal in meinem Leben angreifen musste, bevor ich überhaupt da Content drehen kann. Ich muss leider sagen, ich habe damals halt wirklich vor mich her gelebt. Viele Leute tun das. Vor allem passiert das halt meistens, wenn man nicht so wirklich weiß, was man vom Leben haben will. In meiner Hinsicht, ich wusste halt einfach nicht, was ich will, und habe mich halt die ganze Zeit abgelenkt. Die meisten Menschen, die noch nicht so wirklich ihren Weg im Leben gefunden haben, die lenken sich halt mit Vergnügen ab, und das war in meinem Fall genauso. Ich bin viel ausgegangen, viel feiern, viel Party, viel zocken. Ich habe sehr viel gezockt, viel Zwischenmenschlichkeiten. Alles Dinge, die nicht gut für deinen Kopf sind auf Dauer. Ich habe einfach nicht drüber nachgedacht, über meine Aktionen. Ich habe so viel Fehler gemacht und auch so viel daraus gelernt. Ich kann jetzt hier wirklich sitzen und sagen, dass ich sehr zufrieden mit dem bin, wo ich gerade bin, und unnormal Bock auf die Zukunft habe. Und wenn wir über Zukunft reden, dann heißt es natürlich auch, was ist die Zukunft mit diesem Kanal? Schlusswort jetzt noch, hier kommen Videos, Leute, seid euch sicher, hier kommen Videos. Es ist ähnlich wie dieses Video, es ist eine Mischung aus Vlogs, Comedy und Real Talk. Das sind auch selber die Videos, die ich mir auf YouTube am meisten angucke, halt im Englischen, deswegen, ich habe das Gefühl, sowas gibt es kaum in Deutschland. Deswegen, wenn ihr auf sowas Bock habt, abonniert den Kanal. Seid euch sicher, hier kommen Videos, nicht so wie damals, dieses, ich sage, hier kommt ein Video, nächstes Video kommt, wenn ich 30 bin, keine Sorge, hier kommen wirklich Videos. Ich glaube, ich beende das Video mit einem Ausblick. Gebt euch den Sonnenuntergang, Leute. Ich will nicht meine Adresse leaken. Ich will nicht zu sehr hier filmen, was hier unten ist. Das war ein crazy Jahr. Es war ein crazy Jahr, Leute. Wenn ich überlege, was alles passiert ist in den letzten 2 Jahren, und jetzt kann ich hier so stehen. Auf meiner Terrasse und habe da den Ausblick. Dann habe ich alles gut gemacht. Also wirklich, Leute, vielen, vielen Dank, falls ihr das Video bis hier geschaut habt. Es kommt Content, und ist euer Boy T-Dog. Ich musste den Namen ändern, Leute. Das geht nicht mehr. Ich muss mit dem Alten nicht abschließen. Ja, und ansonsten war es erstmal von mir hier an der Stelle. Wie gesagt, ich hoffe, ihr habt Spaß mit den Videos, und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao.